Ja, die nächste Fanpostlieferung ist jetzt bereit für das Unboxing. Die zwei Pakete riechen nach Gammelfleisch. Die würde ich mir als letztes aufheben, weil je länger man Gammelfleisch in der Wohnung behält, desto schlimmer. Also glaubt mir, den Geruch, der bleibt da schon noch ein paar Tage. Naja. Dann gucken wir mal. Junge, jetzt geht das bei mir auch los. Okay, das ist die erste Flasche Essig, die mir geschickt wurde. Gut, sonst war die immer bei Max präsent. Ich bin ja extra zu Max und habe mir von dem Essig abgeholt. Einfach, weil ich gedacht habe, naja, der Mann muss es loswerden und ich kann schon irgendwas damit anfangen. Aber ja, Essig, das ist, wie soll ich das erklären? Ist halt immer so der unbeliebte Teil von allen, ne? Aber dafür gibt es halt eben sowas Feines hier, Nudel, Soße Bolognese. 28.07.2020. Aber ja, woran erkennt man denn, welches Datum jetzt das richtige ist? Das 2020er oder das 2023er? Steht hier irgendwo Herstellungs- und Verfallsdatum? Weil mit den anderen, man soll es einfach trotzdem essen, auch wenn es abgelaufen ist. So, oh geil, Alter. Cordelli, Na, das ist doch sehr schmackhaft. Wie gut. Ein Gruß von Dominik. Die Nudeln sind fertig. Lass es dir schmecken. Grüße an Kimbo49 und den Zoompex von Rheinlanzen. Okay. Von Rheinlanzen. So, machen wir mal. Aber warte mal hier, ich glaube. Ach, scheiße. Ich glaube, das ist die heutige Sensation, weil es fühlt sich stark wie ein Hammer an. Flöte, du hast die Ehre, das mal hier so durchzuschneiden. Habe ich direkt aus der Filiale abgeholt. Was die sich gedacht haben müssen, ich mein, es kann nichts anderes sein außer ein Hammer. Also, das ist ja nur auf einer Seite schwer. Ja, geil, es ist wirklich ein Hammer. Alter, das ist krank. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall neues Equipment für das Schänderwerk. Gut, das reicht schon, ich kann den hier rausziehen. Okay. So. Ach, wenn ich. Immer wieder zerbricht. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? So. Das ist ja kein Einfach Hammer aus der Werkstatt. Segen. Segen. So. Ja, das gibt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Halt mal du fest! Schwein, du Dreckschwein, du. Junge, wir haben's geschafft, oder? Oh je. Das. Nee, Junge, der Scheiße, Hammer geht nicht mehr Alter. Auf. Ja, wir geht lassen nicht den einfach mehr so. Auf. Wir lassen den einfach so. Wir müssen den ja gar nicht auspacken. Wir können den einfach so lassen. So. Als nächstes machen wir das Paket hier. Aua. Au, fuck! Oh, jetzt ist mir die Essigflasche. Ich wollte eigentlich meine grünen Handschuhe anziehen. Und? Moment, Flöte. Lass mich mal kurz die Handschuhe anziehen. Oh, die mochten aber noch von letztem Mal. Scheiße. So, jetzt kurz mit der anderen Hand. Alter, ich habe einen übelsten Gestank entwickelt. Ich muss echt mal waschen. Aber das nach dem Video. Ah, ja, sind schon grün. Ja. So. Oh nee. Lieber Schänder. Nach all der ranzigen Fanpost, die du in deiner dunklen Vergangenheit erhalten hast, dachte ich mir als teurer Fan, Lil's Quanchi, dass ich dir auch die letzten Schandfläche des Haushaltes zukommen lasse. Von geistiger Behinderung bis hin zu nützlichen Gegenständen wirst du alles in den verranzten Karton auffinden. Ich feiere die
kranken Sauvlog sowie Insta-Stories und die Geschichte hinter den Knautschis in den Karton wirst du leider einen gefallenen Mann auffinden. Dabei handelt es sich um keinen anderen als den Herrn Fußballspieler, dessen Schwerverletzungen selbst dem Herrn Doktor zum Schwitzen bringen. Ich hoffe, er wird seinen Platz im Hotel finden. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Schwabach, Nürnberg. In der Fanbus liegen die gemütlichsten Jesus, die die Welt derzeit bieten hat. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir gucken mal. Nee, das sind die Reezys. Ich meine aber Yeezys, also mit, wir werden schauen. Alter, das bin ich, das Austauschkind. So, okay. Gut, dann so füllt sich jetzt erstmal der Mülleimer, eine Zeitung. Flötmann, tu es man hier irgendwie beschädigen. Oh nee. Flötmann, jetzt hat er einfach das Auge angemalt. Alter. Nur das gute Buch. Naja, ich sag dazu nichts. So, ist halt der Flötenmann, ne? Ein völlig kaputter Junkie. Ja, der Paprika ja. Auf den Augen, ja. Jawohl. So. Okay, Fakten ohne Ende. Alter! Junge, das ist geil. Das ist ein gutes Modell. Herrlich. Bevor es die Flöte wieder kaputt macht, lege ich das erstmal dorthin. Okay. Das kannst du anfassen, wenn du willst. Das nicht, das nicht, das nicht. Das sieht wertvoll aus. Hier haben wir Kerzenhalter. Das ist wunderschön. So. Genau. Hier haben wir eine getragene Cabby. Oh, in Mini. Lucky Man. Junge. Ah, Junge! Alter, was ist mit der Nase passiert? Junge! Was ist mit der Nase passiert? Wurde wahrscheinlich weggebolzt. Alter, hier! Oh, Junge! Nee. Alter! Das ist ja Verstümmelung! Junge, was. Ach, Junge, das ist ein anständiger Fußballer. So. Okay. Hier haben wir Holz. Haufenweise Plunder, Handyhüllen. Hier haben wir sogar einen X-Stein. Kleingeld. So. Keine Ahnung. Alter, ist das ein Ranz. Ziemlich. Ja, kannst du mal ziehen, Flöte? Okay. Slime. Nee, das ist kein Slimer, das ist ein Aufziehfrosch. So. Das ist der Teppich verranzt. Was ist denn los? Parfüm oder nee? Das ist Nagellack. Nagellack, ja. Mhm. Warum? Ja, okay. Das ist extra verpackt. Was ist denn das, Alter? Das ist ein Das sieht aus wie ein Spinnenkopf. Ah nee, das sind. Alter! Geil. Aber ja, ich. 245. Die werden auf jeden Fall getragen. Aber nie jetzt, weil ich habe Angst, dass da Stecknadel drin ist. Echt deine Spiele. So. Okay. Junge, das tut immer weh, so zerknitterte Pfandflaschen. Aber ich werde trotzdem versuchen, die wieder auszubeulen. So, hier haben wir eine Taucherbrille. Analkugeln. Das stinkt. Was? Oh. Alter. Der letzte Dreck. Das ist auf jeden Fall verschimmelt, ja. Oh, Junge. Oh. Alter. Es hat sich gut getarnt diesmal, das Vergammelte. Hat sich wieder gut getarnt. Das hat sich jetzt quasi in der kompletten Fanpost, in diesem kompletten Paket ausgebreitet, also die Schimmelsporen.
Jetzt freue ich mich einfach nur, die einfach nur einzuatmen. Oi! Hier haben wir einen Camcorder. Das ist cool. Jawohl. Hätte ich jetzt rufen, dann könnte ich die aufsetzen. Ach so, ja, stimmt. Na gut, das können wir nachholen. Auch, dann ist es ein Film drin. Hier haben wir noch ein Geld. Okay. Gut. Ja, wir haben uns jetzt hier einen groben Überblick verschafft. Wenn ich immer im Nachhinein aus den Paketen was finde, dann werden die irgendwann mal irgendein Video zu sehen sein. Aber grundsätzlich, ne, wenn ich halt frei habe, dann keine Ahnung. Also ich nehme halt immer vor, mir mal so eine Stunde Zeit zu nehmen und einfach mal in meiner Wohnung zu gucken, was ich denn hier alles so für ein Zeug rumliegen habe und so. Mir dann so Gedanken machen, was kann man damit anfangen. Aber ach, dann kommt so schnell wieder irgendwas anderes im Kopf, was mich irgendwie ablenkt und so. Und ach, ist dann. Naja. Aber. Das soll jetzt nichts Negatives bedeuten. Einfach nur, dass ich einen totalen Dachschaden habe. So, hier haben wir auf jeden Fall Slimer. Ein Herrengedeck für das Hotel. Oh, fein. Danke fürs Festhalten. So. Gut. Oh, Alter! Junge! Ist das ein Halbbau, Alter? Junge, klassische Brände. Alter, das ist. Oh. Einfach diese Verpackung drumherum. Das ist. Oh Gott. Alter, das ist ein Halbbau. Alter, geil. Junge. Oh. Oh, geil, Alter. Oh, Junge, Junge. No. Ja, die Knorr-Kultisten, die werden jetzt bestimmt sagen, ja, scheiß Magie und so weiter, aber... Scheiß Magie, aber egal, Linsen. Alter. Niemand wird's essen, aber... Nee, das werde ich essen. Hundertprozentig, Mann, das ist... Oh. Alter. Ich meine, egal wie minderwertig eine Nahrung sein kann, wenn sie nach Halbbissen aus der Fanpost kommt, dann ist sie halt dann ist sie wertvoll. So. Sie liebevoll verpackt. Egal, ob es der letzte Dreck ist. Ach, Alter, sehr geehrter Schänder, anbei ein freundliches Paket aus Karl-Marx-Stadt mit besten Grüßen und einem edlen Tropfen für Slimer und den Flötenmann. Das war übrigens unser letztjähriges Weihnachtsgebäck. Alter, geil. Geil. Das ist richtig schön. So, das kannst du mal. Toll, Bonbon aus Wurst. Bonbon aus Wurst. Okay, das. Naja, mal gucken. Aber, Alter, eine sehr ehrenvolle Fanpost. Alter, danke. Noch der Brief dazu. Junge, Junge. Alter, da geht mein Herz auf, Mann. So, krass. Junge, ich bin so ein zuckersüchtiges Schwein, dass ich mich da so freue, wenn mir jemand sowas schickt. Das ist, ja, ist einfach noch schön. So. Hier haben wir ein sehr leichtes Paket. Ah, nee. Also hier wird vielleicht nichts Vergammeltes drin sein. Was ist das? Der edle Tropfen. Weißt du was? Ich habe echt lange Zeit gearbeitet. Ich musste viel schwitzen. Und jetzt ist er hier. Der was ist denn das für ein Pfeil? Was soll denn der Pfeil bedeuten? Ach, Otto Ficker GmbH. Der Otto Ficker Schnaps. Ja, Alter. Der gute Alter. Leute, wenn du davon trinken willst, dann würde ich dir es kurz bevor wir die zwei Pakete öffnen. Weil der Flötmann, der hat letztes Mal gesagt, es ist mit dem Gammelfleisch, es ist für die Flöte selbst eine harte Nummer, weil der Geruch, der brennt sich wirklich ins Hirn rein. Das ist wirklich heftig. Schon. Das ist, oh nee! Was denn? Schwein! Was denn? Hör mal auf, was ist denn das? Schwein.
Wie Schwein? Gammelfleisch. Warum habe ich das nicht gerochen? Einfach weg. Das riecht. Warte mal. Erstmal gehen wir in die Badewanne und füllen da Wasser ein, so, um den Geruch erstmal zu dämmen. Aber was mich wirklich stark verwundert, ich habe ja gerade nochmal. Ich dachte, sowas meint der jetzt mit Schwein. Und schau dir dann Herrn Zahnarzt. Das ist ja nie wirklich Gammelfleisch. Das ist ja am 29.01. Wir haben es heute den 31. Das ist halt seit 2 Tagen abgelaufen. Na gut, man kann sie auch schon, das weiß ich, irgendwo anders warm gelagert haben. Gut, sieht, denke ich mal, nicht mehr ganz so aus. Naja, das hat schon an Farbe verloren. Das denke ich mal, bei Schweinemett ist die Farbe eher ungewöhnlich, oder? Es ist schon etwas farblos. Nicht, dass ich es richtig einschätze, kann aber auch sein, dass Fleisch wirklich auch. Das riecht halt auch noch nie. Also, ja, jetzt liegt das hier drin. Egal. Flötmann, das ist kein Gammelfleisch gewesen. Das ist halt einfach abgelaufen, aber das ist kein Hardcore-Gammelfleisch. Das geht immer noch krasser. Ja, aber trotzdem, Alter, dass die Leute mir das jetzt wirklich so. Es ist nicht zu fassen, das ist einfach krank. Scheiße. Und Max steckt ja hinter allem, Alter. Der ist ja Teufel, ja. Der Gammelteufel. Der Gammel-Satan. Das ist der Max, Alter. Der Gammel-Satan, Junge. Da müssen wir mal so ein Meme erstellen. So. Max so als Satan gezeichnet. Und dann so haufenweise Gammelfleisch. So. Alter, jetzt hat er hier. Ja. Gut. Wisst ihr, dafür könnte ich halt einen Flötenmann am liebsten mal so die Zähne ausschlagen, aber er ist ja mein Freund und so, kannst du ja nicht einfach machen. Aber in solchen Momenten, ne, da zünde ich, ne, innerlich. Und da muss ich mich wirklich versuchen zu kontrollieren. Aber ich krieg's jetzt hin. So, ich krieg's jetzt einfach hin und versuche nie weiter drüber nachzudenken. Man muss nämlich auch lernen, seine Wut zu kontrollieren. Ja? Da kann man sich auch entschuldigen. Tut mir leid. Ja, das ist schon okay. Man muss einfach seinen Zorn unter Kontrolle bringen. So. Der Zorn. Ja, okay. Okay. Junge, es ist so krank. Ich kann das aber irgendwie nicht verübeln. Das ist. So. Lieber in Volzrico, anbei findest du ein paar leckere Speisen und Getränke für die Fortsetzung der Mast. Da wir deine Videos schon seit Jahren schauen, haben wir dir als Dank ein kleines Mastpaket. Viele Grüße an den Onkel Max Elias, Seib Flötenmann und den mageren Barkeeper. Ach, die Mulm Schwen, Kickers Offenbach. Herr Flipper und Herr Brehe. Liebe Grüße, Herr Flipper und Herr Brehe. PS, mehr Füße von den mageren Ossi-Weibern. So, die Schokolade ist. Alter, ich fasse es nie. Alter Junge, damit werde ich mich halt so vollfressen. Ist das geil? So. Aha. Alter. Die gibt es mir später, ja? Ja, können wir alles regeln. So. Außer du kippst noch was um. So. Nee, Quatsch. Alter, das ist ja wirklich ein Mastpaket, Junge. Ich fasse es einfach nicht. Geil. Ey, haufenweise zu fressen, Mann. Das ist so krank geil. Oh, Junge. Alter. Oh. Warte mal. Nee, die haben doch ihre Adresse hier drauf geschrieben. Ich kann hier nicht einfach die Adresse von Fans liegen. Mach's einfach. So, bitte 2 Schänder. Maschen an folgende Anschrift. Ach so! Ach, jetzt weiß ich, wofür der Brief ist. Ja. Ja. Das ist. Sauer Brenner. Ja. Sau Ausrufezeichen. Das ist zu brutal. Alter, Kinderschokolade. Junge, das ist. Das ist zu brutal. Warte mal, das stelle ich gleich mal
Ja, das stelle ich gleich mal mir ans Bett oder aufs Bett. Werde ich dann heute vor der Hashtag Schlafenszeit naschen. Geil. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich! So. Okay. Gut, hier war ein Brief dabei. Den werde ich mal lesen, bevor wir das öffnen. Lieber in Fazrico, schöne Artikel warten auf dich. Dieses Paket soll dir ein wenig Freude und Verwirrung bringen. Aber viel Spaß mit dem ganzen Zeug. Fackel bitte nicht die Bude ab. Grüß aus Düsseldorf. PS, Druckluft umdrehen. Mehr Spaß. Druckluft umdrehen. Druckluft umdrehen. Das klingt gefährlich. Das klingt so, als wenn jemand von mir verlangt, dass ich Handstand mache. Dann steigt die Druckluft von unten nach oben. Genau. Ja, Scheiße! Bitte, danke. Alter, was zum. Hey, hör mal auf, es ist Sonntagabend. Ja, es war ein Spaß, kannst weitermachen. Aber es ist wirklich Sonntagabend, aber es ist mir scheißegal. Ja, also ist gut, die Zuschauer. Ja, Flöte. Flöte, ja, es ist noch leer. Wenn der immer am Bahn ist. Es ist nicht zu bremsen. Ey, Junge, was zum Fick? Alter. Alter, ja, die werde ich natürlich an die Tafel spenden und damit meine ich nicht die Tafel, sondern ein Max zum Beispiel oder ein Seibt oder ein Sargent. So, genau, nee, mal gucken, Alter, was soll ich? Scheiße. Am nächsten werde ich irgendeinen kranken Scheiß damit machen, aber dann kommen ja die ganzen Leute an und wollen mich belehren und dann befasse ich mich mit dem Thema. Das mir eigentlich komplett am Arsch vorbeigeht. Und deswegen werde ich die Masken einfach als Kondome verwenden. Dann habe ich meinen Spaß. Ich kann dann behaupten, sowas kann man eh nie auf YouTube hochladen, wenn ich mit einer Handschutzmaske ficke. Ja. Und das sind dann, denke ich mal, alle zufrieden mit der Gewissheit. Nur was, ey, weil, hä, was? Geruchsabsorber. Ja, geil. Ach, hier kommen wir langsam. Alter! Das ist eine Brennkartusche, Alter. Sowas ist geil. Sowas ist geil. Geil, falls mal wieder Gulasch in der Kälte gibt. Oh, herrlich. Ey, das ist eine richtig stabile Fanpost hier. Das ist ein nützlicher Artikel. Da kann man. Da freut man sich für das Tool. Alter, sogar Leim. Sekundenkleber. Alter, da habe ich schlechte Erfahrungen letztens gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich mal Sekundenkleber aus den Haaren pullen musste und das waren Schmerzen, wirklich, das waren Schmerzen. So, und am Nacken ist mir auch gelaufen. Ja, stimmt, habe ich da nie. Ich glaube, ich habe da meine Perücke mal angeklebt und da ist mir das Zeug in den Nacken geflogen, dann habe ich die so abgerissen und da ist es mir in die Haare rein, aber naja, ist ja jetzt egal. So, hier haben wir Nachtlicht. Alter, auch noch haltbar, ich krieg eine Macke. Junge, das, nee, da muss ich jetzt mal reinbeißen. Da kann ich jetzt nie widerstehen. Den Weihnachtsmann, den müssen wir jetzt köpfen. Das ist ja. Ich halte sonst nie aus, die ganzen Süßigkeiten auszupacken und da muss ich das sofort essen. Das hält man anders nicht mehr aus. Mm-hmm.
Weiß es nicht. Mehr. Was man auspacken will? Lass auspacken. Bist du dumm? Nee. Auf den Moment will ich mir den runterholen, ja, ich nicht das öffne. Kannst du mal gucken, was das für ist? Das hier ist ein Druckbehälter. Ah. Kompressed Airspray. Druck, ach so. Jetzt. Druckluftspray. Ja, aber nee, hier machen. Nein. Das müssen wir uns aufheben. Können wir machen. Aber der Kakao ist gut, glaube ich. Von Dallmayr. Venedig und Ostwiese. Junge, das ist so abgefuckt geil. Dieser scheiß Weihnachtsmann, der schmeckt so gut. Wie kriege ich denn das hin? Das ist alles in meinem Maul landet. Also, einfach nur danke. Also jetzt haben wir das Paket hier. Nee, hier. Damit wird es schwierig. Okay. Aber trotzdem müssen wir es hier an der Seite irgendwie. Du musst die Zange einfach umgekehrt benutzen. Stimmt. Ne, Hebelwirkung. Die Molzschwach. Alter. Junge, endlich mal wieder Grundgesetze. Gibt's nicht aktuell irgendwie Probleme, aber ich. Ach, das ist. Muss nicht euer Problem werden. Es wird auf jeden Fall versucht, sich drum zu kümmern. Junge, Haufenweise. Alter, das ist aber ein gewaltiger Kiffer. Na gut, das kann man noch ansammeln, aber trotzdem. Alter, jetzt hat gerade das Video abgebrochen, aber ich hoffe, das war nie schon länger so. Ich hab's bloß nicht gecheckt. Crisp und cool. Geil. Ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, was auch immer das wirklich jetzt also genau ist. Shake and bake. Nee, ich war schon ausprobieren, aber bevor ich mir jetzt darüber Gedanken mache, mal lieber Gedanken, wie es weitergeht. Und zwar, indem ich hier weiter rumkrame. Jo. Ich zieh mal kurz meinen Handschuh wieder an. Alter. Junge, das ist so flüssig gewesen, Alter. Ich kotze gleich. Nee, ich habe gerade einen ganzen verschissenen Weihnachtsmann in mir. Und dann diese Kacke, Alter. Das ist auch. Alter. Oh. Alter. Oh, Junge. Alter, ist das krank. Oh. Immer, wie gesagt, bitte hört auf. Das tut mir wirklich weh, diese zusammengeknietschten Flaschen. Junge. Dieses, oh, hier ist noch ganz wenig drin. Alter. Ist noch ganz wenig drin, das gefällt mir gar nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen haufenweise Tüten. Gut, das, ich denke mal, es ist ein vertrocknetes Brötchen. Ja. Brötchen sind okay, die kannst du zermahlen und dann mit Ei rühren und Milch ergibt Semmelknödel. So.
Düsseldorfer scharfer Senf. Kann man mal machen. Machen nicht. 2019 abgelaufen. Ja, da stehen da, die stinkt auch auf jeden Fall. So, ja, meine getragene Maske. Was ist denn das, Alter? Süße Paprika. Wenn ich mir so angucke, 9.2022, junge, haltbare Nahrung. Mal Gewürze. Gewürznahrung. Och, Alter. Meine schön. Unterhosen. Na, kannst du haben. So, hier haben wir Knubbers. Was zum Fick? Achso, Junge, ich bin so bescheuert, ne? Ich hab jetzt wirklich gedacht, das ist von Knubbers. Jetzt habe ich das erstmal gemerkt. Alter, nee. Ich bin so durch. Okay. Leere Verpackung. Ja, hier ist nichts drin. Okay, hier ebenfalls. Oh nee, hier klappert irgendwas. Das kannst du mal öffnen, ich krieg das gerade nicht hin. So. Das ist ein Fan. Guck mal hier, ein Ventilator. Alter. Junge, was? Ein Druckluftvibrator. Das ist mystische. Alter, was? Was haben die denn Snackrollen mit diesem Werk, mit diesem Disney-Werk? Ja. Man sollte sowas nicht hinterfragen. So. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Wünschen. Lämmershaken. Wo ist ein Lämmershaken? So, jetzt bräuchte ich mal ein Messer. Genau. So. So. Es ist, glaube ich, schon offen, ne? Es wird immer schlimmer. Wollen wir es nicht vielleicht doch lieber so rum auföffnen? Ja. Ja. Alter, ist so. Oh, Junge. Alter. Stoff. Naja. Ich werde jetzt nicht dran schnüffeln. Ist. Ja. Ich hoffe, ihr versteht warum, ne? Also. Nee, ihr müsst das nicht verstehen, weil das ist ja egal. Das ist leer ausgegangen für Alter. Alle. Ja. Was für ein Junge, das ist, ekelhafter das Mensch ich, kann man denn sein? Das habe ich aber ohne diese Socken und nebenbei verschimmeltes Brot. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Für mich wird die Fanpost von Mal zu Mal einfach immer unspektakulärer. Ich habe wirklich durch euch, was ihr mir alles schon geschickt habt, habe ich wirklich Dinge gesehen. Habe ich wirklich Dinge gesehen, wo ich mich einfach noch frage. Was zum Fick ist das? Alter, oi! Junge, das ist bestimmt der Fuß, der früher in den Socken gewohnt hat, deswegen mache ich das nicht. Spaß. Alter. Alter, Junge. Hey, Alter. Jeder kennt es. Das sind solche Weizenkopf. Ey, ich kann schon nicht mehr, Alter, es ist. Hier, guck mal, jetzt. Big. Ja. Okay, haben wir wieder feinste. Gekreuz. Oh ja.
Okashi. Junge, Junge. Ne, Leute, ich habe auch gedacht, das ist erst Thymian, aber es scheint wirklich Okashi zu sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mach mal auf, ja. Ja. Ich hoch. Und, wie riecht denn das? Ey, das riecht. Das riecht nach leckeren Gewürzen. Sehr, sehr gut. Das riecht denn hier nach Katzenminze, Junge? Mir riecht. Katzenminze riecht. Ach, egal. Das, ja. Die Leute können eh nichts mit dieser Debatte was anfangen. Ja? So, das ist jetzt hier das vorvorletzte Paket. Alter. Oh ne, ich habe noch 7 Minuten Aufnahmezeit. Oh ne. Entweder wir schaffen das hier. Ja. Komm, in 7 Minuten schaffen wir das. Ja. Los. 7 Minuten schaffen wir das. So, wir machen jetzt. Oh, wow, Speed-Modus mehr. Ey, das ist geil, geil. Geil. Oh, geil. Ja. Herrlich. So. Okay, ich versuche ein Speed. Hallo, geliebter Bruder, hier mal magere Süßigkeiten. Damit könnt ihr in Zukunft den Flötmann mästen als Mastschweinersatz. Wenn es euch im Hotel mal wieder so richtig dreckig geht, solltet ihr mal was aus der Nuss-Crisp-Packung probieren. Natürlich absolut keine Ahnung, was damit gemeint ist, lol. Vielleicht meine Mama im Hintergrund, während ich was vorlese. Das provoziert und macht wütend. Macht bitte weiter so mit eurem künstlerisch wertvollen Content, auf dass unsere Enkel noch davon berichten werden. Alter, was zum... Falls du Lust auf Cash... naja, ich glaube, das sollte hier alles an den Max gehen, weil die Leute wissen eigentlich, dass ich mich weder auf irgendwelche Kooperationen noch mache ich halt Werbung für irgendjemanden außer Private Paul oder so, weil mich alles andere auch nicht wirklich interessiert. Ja, oder der Typ hat es einfach mal probiert, aber ich mache da auch wenn man. Ja, er hat es verdient, da zu sein. Ja. Nee, die Leute haben es gelesen, so, es muss reichen, aber dazu sage ich halt nichts. Ne? Das ist einfach nicht in meinem Interesse. Ne? Ja. Nee, Ende. Ja, ich aus hier. Oh Junge, ja, jetzt ist das ist ja die Gammelfleisch. Ich kann schon mal die Luft anhalten. Oh, Junge. Alter, boah. Okay, warte mal, ich mach mal. Komm! Ja. Du kannst richten. Ich hab gesagt. Nee, auseinander. Ja, komm, wir packen das in der Wanne aus. Ja. Ich hab zur Flöte gesagt, wenn es zu viel wird, dann kannst du immer gehen. Ich lasse ihm da die freie Wahl. Niemand will sie das Gammelfleisch ertragen, das wäre zu viel verlangt. Cola-Dose. Alter. Warum so fick? Oh. Alter. Oh, Junge. Ich trau mich nicht, das zu öffnen, Alter. Oh. Ja, Flöte, ich würde sagen, wir öffnen noch das andere. Warte mal, nein, wir öffnen das dann schon noch richtig. Aber... Oh, fuck. Ach, nee. Das ist so krank. Die Leute, die sich das jetzt bis zu der Stelle angucken, die werden jubeln und toben, Alter. Das kann ich mir so gut vorstellen, Alter. Aber hier musst du auch noch öffnen. Offenes Ende. Ja. Alter, was zum... Was zum... Kauft mal Mülltonnen.
Okay, wir haben hier haufenweise Klopapier. So. Ach, nimmt das jetzt nicht mehr in 60 FPS auf? Oder 50? Und der Speicher an? Ich habe nämlich noch 2 Minuten noch was Aufmerksamkeit. Lol. Okay. Mal feinsten Pfand. Eine Mülltonne für den Herrn Müllmann. Wo ist er? Genau. Perfekt. Also für Leute, kurz zum Abschluss. Was mache ich mal mit Thumbnail? Ach, ich krieg das mit den Handschuhen nehmen. Ah, jetzt. Ah. Ach, egal. Ach, kann das ist für Leute. Ja. Die Barfußkomfortsohle tragen, habe ich echt nichts mehr übrig. Alter! Barfußkomfortsohle. Der hat jetzt halt echt durchgestochen. Hey, mein Verstand, mir wird langsam. Ich fühle mich so leicht benebelt von dem Gammelfleisch. Aber wieso ist denn jetzt hier kein Gammelfleisch drin? Das hat er auch so gerochen. Nee, das ist nicht so schlimm. Das sind Müllbeutel. Und ein paar Mini-Pops. Nee, das hat auch. Ich habe das dort vorher abgeschnüffelt. Honigblume. So, ich habe jetzt ein bisschen Speicher gelöscht. Wir machen uns jetzt auf zum Gammelfleisch. Okay, also. Wir haben ja immer das frische Gammelfleisch und wir haben ja immer diese Flasche. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Traust du dich hier oder einfach nur die Flasche zu öffnen? Du kannst einfach nur die Flasche öffnen. Und ich kümmere mich. Aber mach das mal. Mach das mal Richtung darunter, so das. Gestank. Irgendwie hält man das aus, aber das beißt sich, das ist wie, als wenn sich das richtig tief ins Hirn brennen will. Riecher. Ich habe keine Ahnung, warte mal. Das ist so schwer. Was zum Fick? Ist da viel Scheiß im Klo? Warte mal. So. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe hier. Guck mal hier, Hacke. Alter. Schwein. Das sieht ja gruselig aus, Junge. Oh, nee. Warte mal. Ah! Ich habe gedacht, das wäre das Gammelfleisch der Welle. Das ist es ja. Deswegen habe ich schon gerade so geschrien. Weiter öffnen. Oh, Junge. Stopp, stopp. Blödmann, stopp. Ach.